Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. Wir sind auf dem Weg zu einem der Türme. Allerdings müssen wir uns dann auch noch ein bisschen hier um die Geschichte da kümmern. Das ist auch noch immer eine notwendige Arbeit. Bevor wir das aber machen, müssen wir uns was anderes in die Wege leiten. Wir brauchen nämlich eine Hanfweberei. Wir haben 5 untätige Leute, 3 brauchen wir für die Weberei. Die ist... Boah, jetzt nicht so groß. Könnten wir hier irgendwo unterkriegen. Hier beispielsweise. Das würde funktionieren. Ja, würde ich sagen. Kann ich auch so machen, ist vielleicht noch ein bisschen besser. Braucht die 5 oder 6? 3x6 oder so, ne? Kann das sein? Wir setzen die einfach mal dahin. Hanfweberei, blab blab. Ja, da würde die reinpassen. Dann machen wir weiter. Oh ne. Oh, oh. Das war da jetzt gut. Doch, das geht. Da kommen wir hier noch dran, das ist kein Problem. So. Dann her mit dem Teil. Okay. Mit Tastatur. So. Ja, na gut, die ist noch nicht gebaut. Jetzt sieht das hier noch nicht in irgendeiner Form negativ auswirken können. Wie sieht's aus? Wassertechnisch geht. Kohle, ja, könnte mehr sein, aber man ist schon mit Kleinigkeiten zufrieden. Oh! Ja, jetzt habe ich nur noch 2 Untätige. Also mit Fliegern und so. Das sieht im Augenblick nicht so gut aus. Ach, das sind die zerrütteten Inseln. Ja, später. Das sind die zerrütteten Inseln. Später, später. Da müssen wir uns, kann ich mich jetzt erstmal nicht drum kümmern. Wir schicken mal den Arbeiter zu der Ruine da unten. Eine Siedlung wäre irgendwie witzig. Würde ich sehr zu schätzen wissen. So, der kommt gerade da unten an. Gute Arbeiter und die Arbeiterin, je nachdem. Gefunden! 3. Ja, das ist schön. Das ist nicht verkehrt. Das ist weit weg. So wenige Flieger hatte ich noch nie frei.
Warte mal, zwei Mann, das ist ja nichts. Brauchen wir ja Stunden für ein paar Liter. Ja, da ist wahrscheinlich. Oh, das ist auch. Also gut, Wasser ist ja jede Menge, nur Siedlungen sehe ich jetzt hier relativ wenige. Da hinten ist irgendwas. Da ist eine Siedlung. Da bin ich mir allerdings jetzt nicht sicher, ob wir die nicht schon abgegrast haben. Unbekannte Ruine. Okay. Für mich sieht das wie ein Turm aus, aber nun gut. Nur ein paar Liter. Ich will mich jetzt nicht ewig da verheiraten. Das macht mit den zwei Fliegern auch nicht großartig Sinn. Aber so wenigstens so ein bisschen was nachtanken, ne? Damit wir mit dem, was wir selber jetzt produzieren können und dem, was da jetzt aus der Oase zu holen ist, da so ein bisschen was nachreguliert bekommen. Aber ich glaube, viel Sinn macht das nicht, ne? Wenn ich das so angucke. Ja gut, 5,8 Stunden durch die Oase, 0,9 durch die Kondensatoren insgesamt macht das mehr als das, was wir jetzt hier verbrauchen. Ja, aber nicht viel. Nicht viel sehe ich gerade. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt mehr Leute sind, ne, klar, ne, verbraucht sich das Wasser entsprechend in höheren Mengen. Hätte ich eigentlich einfach so. Deswegen muss ich halt immer mal wieder nachtanken. Wir haben immerhin schon bei 180 sind wir. Sind die gerade zufälligweise unten oder sind die schon wieder oben? Also, ja gut, dann sind gerade noch auf dem Weg nach unten, das nehmen wir noch eben mit. Und das soll dann erstmal reichen. Ich brauche dringend Leute. Wobei sich dadurch dann das eine bedingt wieder das andere. Wir kennen das, wir haben das ja schon erörtert. So, beide sind wieder auf dem Weg zurück, zumindest ja, der eine schon so gut wie gelandet, der andere kommt gerade hinterher. Da warte ich noch eben die Landung ab. Ich will sicher gehen, ich könnte natürlich das jetzt schon abbrechen hier. Nur ich will sicher gehen, dass das Wasser, was der da gelagert hat, auch oder eingeladen hat, auch ankommt. Und ich glaube, jetzt können wir es riskieren. So, was ist mit dem Teil? Flammenturm. Da schau mal einer, guck. Ein Turm, der von den Alten vor langer Zeit erbaut wurde, ragt als Leuchtfeuer über diese trübe Lande. An jenen Tagen gab es so viele Ruinen aus dem Zeitalter der Alten. Viele mögen nun eingestürzt und verloren sein. Doch der Traum dieser großen Gesellschaft ist stets präsent. Aus Tagebüchern unserer Reisen von Muluab, den zweiten Chronisten. Wir erkennen den Flammenturm und entzünden seine Spitze. Papa! Wir erkennen den Flammenturm und entzünden seine Spitze. Das neue Leuchtfeuer strahlt über den Landen und das Licht der großen Feuerbrunst wird heller. Also Feuerbrunst finde ich irgendwie unglücklich übersetzt. Also eine Feuerbrunst ist eigentlich was Negatives. Ne? Also das habe ich schon in der letzten Folge erwähnt. Das ist eigentlich so, ja, ein großes Feuer und Tod und Verderben meistens verbunden. Das Licht beinahe verloren erwacht aus der Glut. Fast so, wie wir die Lande wieder zu erwecken hoffen. Aus Geschichten unserer Reisen von Mugalup, den zweiten Chronisten. Wir müssen die verbleibenden Türme entzünden. Ja, das müssen wir. So, wir können nach Hause zurück. So, egal. Ein Turm hätten wir. Was ist hier los? Kleine Siedlung. Rekrutieren. Neugierig, neugierig, neugierig. Nee, danke. Wir kehren nach Hause zurück. So, die kennen wir schon. Achso, wie weit sind wir hier eigentlich mit unserem Tuch?
Nur so nebenbei bemerkt. 7. Läuft. Ich könnte versuchen. Nee, das ist nicht das Richtige. Könnte versucht sein. So einen dieser Königsländer zurückzukehren. Irgendwie bewegen wir uns eigentlich vorwärts? Nicht so wirklich. Was ist das Gefühl? Nichts gefunden. Da hätten wir noch ein bisschen Wasser. Ich spüre so vor mich her. Da hinten kann das ein Turm sein oder was soll das sein? Oh, das ist ein weiteres Königreich. Ihr kennt das vielleicht so ganz. Es ist ein helleres Grau vor einem dunklen Himmel. Aber irgendwas ist da. Ich weiß, kann nur nicht erkennen, was es sein soll. Dafür ist es noch zu weit weg. Und es liegt, wie gesagt, im Dunkeln. Anklicken kann man es auch noch nicht. Weil es ist auch gar nichts. Das ist eine Oase. Wir sind doch fast da. Ich mach mal den hier. Egal. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ja, das dauert natürlich noch ewig. Wasser ist okay. Kohle. Ja, geht noch. Da fliegt irgendwas rum. Also auf keinen Fall ist es irgendein Turm. Es könnte irgendeine Ruine sein. Es könnte ein weiteres Königreich sein. Das ist hier dieser. Das ist bestimmt ein Königreich, ne? So wie das aussieht. Okay. Wir machen mal kurz einen Abstecher hier hin. Der einsame Turm da hinten, er brennt. Also seine Feuer sind wieder entfacht. Nur noch so weit weg. Es wäre dieses Königreich gewesen, wo wir nur noch da diese Flugmöglichkeit für die hier sind, also diesen Hafen da einrichten müssen. Und dafür brauchten wir Tuch. Irgendwie so war da was. Dann würden wir von denen Leute kriegen und dann hätten wir wieder ein paar Flieger mehr frei und ja. Gucken wir mal. 10 Leute kriege ich noch unter, ohne dass ich weitere Gebäude hochziehen müsste. Das sollte jetzt aber gehen hier, ne? Oder? Ja. Juhu, können wir machen. Wir haben auch. Boah. Ui, ui. Das wäre was geworden. Die zwei habe ich auch gerade noch. Ich bin Kleister. Wir bauen noch ganz schnell den Himmelshafen. Da kann niemand dran gedacht. Uns natürlich auch Arbeitskräfte zur Verfügung stellen und die brauchen genau 2 dafür. Uiuiui. Ja. Leben am Limit. Wir haben ja wieder ein bisschen Holz. Dann würde ich bei der Gelegenheit vielleicht etwas Kohle einkaufen wollen. Wenn ich das anbietet. Meine Güte, nee. Okay. Ah, da wird jetzt gerade da hier der Himmelshafen hochgezogen. Da sieht man mal wieder ein bisschen was. Und wie weit sind sie? Oh, läuft. Wird. Mei, oh, mei, oh, mei. Mal gespannt, wie viele Leute dazukommen. So, das Teil ist so gut wie fertig.
Heureka! Unsere Arbeiter haben den neuen Himmelshafen fertiggestellt und so haben wir einen neuen Verbündeten. Ausgezeichnet, so muss das sein. Genau, da ist er. Der mit der Harfe. Der mit der Harfe tanzt. Oder so. Keine Ahnung. Wir sind nun verbündet mit Korabucht. Ausgezeichnet. Sehr schön. Ja. Da wird jetzt einfach gefeiert. Das finde ich cool. Das fertiggestellte Himmelsfeuer verbindet die Korabucht nun mit uns und ihren Nachbarn. Wie es der Brauch will, überlassen sie uns 5 Einwohner, Nachfahren der Vertreter des alten Großen Rates. Okay. Um uns bei der Verwirklichung der Legende zu helfen. Das ist sehr, sehr nett. Außerdem liefern sie uns nun jeden Tag plus 6 Baumwolle. Das ist auch sehr nett. Da muss ich mich nicht selber darum kümmern. Wir haben ja auch nichts mehr. Da sie nun mit den Himmeln verbunden sind, dürfte das kein Problem sein. Wir müssen die anderen Königreiche finden und Bande knüpfen, denn dann können alle Völker in kollektiver Harmonie leben und die Prophezeiung erfüllt werden. Das kennen wir ja schon und so. Wir widmen uns mit anderen Angelegenheiten. Ja, Ressourcen. Moment mal. Bla 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 bla. Ich würde gerne Kohle kaufen. Ja, komm. Die 20 schaffen wir. Also ich mach mal 18. Oder andere müssen wir schaffen. So, andere Angelegenheiten. Wieder nach Hause zurück. So. Wir haben jetzt 5 Untätige. Das ist ganz gut. Dann hatten wir nicht vorhin irgendwie 2 Untätige und wir haben 5 Leute angeblich dazugekommen. Oh. Ups. Was sollte eigentlich nicht passieren? Jetzt habt ihr meinen Desktop gesehen, mal wieder. Ja, so ein Schussel, wie ich auch bin. Ja, Moment. Augenblick. Ich wollte schon sagen, 7, genau. Ich wollte schon sagen, kann ich nicht mal rechnen, aber die beiden Kollegen, die da unten geholfen haben, die waren noch nicht zurück. Deswegen. Das macht natürlich Sinn. So, das heißt, wir haben jetzt 7 Leute, die wir in unseren Flugzeugen stopfen können. Heißt, wir können. Jetzt macht das wieder, oder andersrum gesagt, es macht wieder Sinn, Wasser, ne, irgendwo zu tanken, wenn sich das gerade mal anbieten sollte. Die ist eine ewige Schmiede. Hatten wir die schon untersucht? Warte mal. Karte. Ewige Schmiede, die haben wir schon gesucht. Immerhin, das wird angezeigt. Ansiedlung 0 von 3. Ansiedlung 0 von 3. Ansiedlung 0 von 3. Keine Ahnung. Muss ich das jetzt verstehen? Alter Turm. Moment. Ich habe doch noch einen weiteren Turm entdeckt gehabt. Von dem ich nicht wusste, dass ich ihn entdeckt habe und wie auch immer. Moment. Sorry dafür. Na gut, wir sind Gott sei Dank noch nicht allzu weit weg. Was ist hier? Soll da der andere Turm sein oder was? Na gut, dann meinetwegen. Ich habe da nichts gegen. Ich bin da für alles offen diesbezüglich. So, ich will mal vorschlagen, wir machen mal hier so wieder den dreifachen Hulup. Damit wir ein bisschen flotter unterwegs sind. Braucht noch ewig für die paar Prozent mehr, die wir dann haben, der Geschwindigkeit des ganzen Geräts hier. Was ist das mit dieser Ansiedlung 0 von 3, wo wir schon einige Ansiedlungen von gefunden haben und es dann immer noch 0 von 3 sind? Und ich meine, es wären 3 Ansiedlungen gewesen, die wir da auf der Karte hatten. Hey. Habe ich da irgendwas vergessen? Möglicherweise.
Sollten wir das nochmal untersuchen? Jetzt nur langsam. Warte mal. Nee, das ist kein Wasser. Ausnahmsweise mal kein Wasser. Oh, hier siehst du nichts, ne? Das ist eine Dunstwolke hier. Das ist ja erschreckend. Ja. Ja. Wie weit müssen wir noch? Oh. Der Kurs stimmt nicht so ganz. Ach, der ist da hinten. Ah, da müssen wir hin. Das ist der, den wir schon haben. Der andere ist... Oh. Alles klar. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Liegen die alle irgendwie ungefähr auf einer Linie oder so? Dann würde das aber hier keinen Sinn machen. Da ist der andere. Okay. Naja, ist egal. Ich mache jetzt erstmal auf den Weg nach dem da hinten. Irgendwann müssen wir da sowieso hin. Auch wenn der jetzt hier vielleicht auf dem Weg liegen würde. Es hilft halt nichts. So. Muss nochmal korrigieren. Beziehungsweise. Oh, ich sehe hier gerade Wasser. Wir stürzen uns mal eben darunter und tanken ein bisschen Wasser nach bei der Gelegenheit. Ja, dann würde ich sagen, werden wir uns dann in der nächsten Folge um die Türme da kümmern. Ich danke für eure Begleitung bis hierhin. Ich danke für deine Begleitung bis hierhin, für eure aller Unterstützung. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die letzten 7 Folgen, so inklusive dieser, die waren so ein bisschen durchwachsen. Aber liegt halt auch daran, dass man doch vieles organisieren muss. Ne? Man muss gucken halt, wie sieht's. Oh, Oase ist leer. Ich sag ja nichts mehr. Ich geh mal hier direkt auf Pause. Also es ist halt, wie es ist. Man muss halt viele Sachen organisieren, hier ein paar Umbauten durchführen, wie ihr ja miterlebt habt. Ne, wir müssen darauf natürlich achten, dass die Leute da zufrieden sind. Dafür müssen die entsprechenden Einrichtungen geschaffen werden. Wir brauchen Produktionsstätten, die müssen gebaut und mit Ressourcen verpflegt werden und so weiter und so fort. Es ist halt ein Aufbauspiel, auch wenn wir durch die Gegend fliegen. Ja, es ist nichts anderes als ein Aufbauspiel. Und entsprechende Dinge wollen dann getan werden. Das braucht halt seine Zeit. Ja, gut. Wir werden uns also als nächstes dann um die Türme kümmern. In der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal weiter, was uns hier noch so erwartet. Wir haben 2 oder mittlerweile glaube ich sogar 3 Königreiche hier gefunden. Eins haben wir jetzt abgeschlossen, die andere sind wir gerade dabei, das abzuschließen, die Aufgabe, in der Hoffnung, dass die Leute sich dann halt da auch uns anschließen. Ich gehe mal davon ganz stark aus. Und ein weiteres, also das Ding da mit der Windmühle, das haben wir ja schon so im Blick. Jo, würde sagen, läuft ganz gut. Dafür, dass das hier so ein bisschen, von den Ressourcen her, erst so hieß so, ja, ist ein bisschen schwierig hier. Ja, Kohle, ja, aber alles andere ist reichlich vorhanden, also insbesondere Wasser. Jetzt nicht so insgesamt so, dass man so eine riesige Oase hat. Zum Teil ja, aber die sind mehr so mittelgroß, aber dann sehr weit verteilt. Da mal eine, da mal eine, da mal eine. Und da kommt man ganz gut zu Rande. Finde ich. Zumindest bis jetzt. Ich hoffe, es bleibt so. So, jetzt bin ich aber endgültig raus. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank euch allen. Und nutzt und genießt die Zeit. Bis dann.